Herzlich willkommen, lieber Schütze, zu deiner Tarotkartenlegung für die 24. Kalenderwoche, der Woche, die am 10. Juni beginnt und bis zum 16. Juni geht. Wir haben in dieser Zeit zunehmenden Mond und so nehmen die Energie an Fahrt auf, ne? Die Dinge verdichten sich. Lieber Schütze, wir wollen uns ansehen, wie deine Woche werden wird und mit welchen Energien deine Woche begleitet sein wird. Schauen wir mal, was die Karten so sagen. Und welche Hinweise ich dir über die Karten mitgeben kann. Und natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen. Und wir wollen uns zusammen die Woche von Schütze ansehen. So. Jetzt brauchen wir noch eine Karte vom Mondorakel und können beginnen. Okay, was haben wir hier? Die Gerechtigkeit, die 11. Karte der großen Arkana, spricht für sehr viel Aufmerksamkeit deinerseits, ne? Du bist fokussiert, du bist konzentriert, du bist bereit, die Herausforderungen, die dir das Leben stellt, zu bewältigen und das mit einem kühlen Verstand, ne? Du behältst einen kühlen Verstand auf diesen Weg. Du möchtest nach vorne schreiten und hast hier auch sehr viel Leidenschaft, bist fokussiert und konzentriert und wirst so auch es schaffen, dein Leben in Balance zu bekommen, ne? Ja, auch diese Karten sprechen davon. Das ist sehr positiv hier. Der Kaiser spricht davon, dass dir das auch gelingen wird, dein Leben unter Kontrolle zu bekommen. Ja, dass du hier mit Mut und Optimismus vorangehst und entschlossen bist, dein Leben zu strukturieren, zu ordnen, auch so zu gestalten, wie du es für sinnvoll und richtig empfindest. Und ja, dass du diesbezüglich auch optimistisch bist und beherzt, ne? Du möchtest auch spüren, dass du diese Kraft hast, dass du selbstständig bist, dass du selbst ermächtigt bist. Das ist auch dir hier sehr wichtig. In Beziehungen, in Freundschaften, in der Familie sorgst du dafür, dass hier alles ausgesprochen ist. Auch da möchtest du für klare Verhältnisse sorgen, möchtest, dass nichts mehr unausgesprochen im Raum existieren bleibt, sondern du möchtest Klarheit, ne? Tacheles reden, Offenheit und Ehrlichkeit. Ne? Das bist du bereit zu geben, das erwartest du von anderen. Und ich sehe dich hier wirklich sehr, sehr, ja, sehr beherzt einfach. Ne? Es ist auch eine sehr warme Energie. Mit den 10 der Kelchen sehe ich, dass du etwas über deine eigene Gefühlswelt gelernt hast, dass du, was deine Gefühlswelt betrifft, irgendwie bei dir selbst angekommen bist und etwas hat dir womöglich Klick gemacht oder etwas fühlt sich rund an, was dir ein neues Verständnis schenkt. Vielleicht wird dir auch einfach klar, wie viel Fülle, was das Emotionale, das Soziale betrifft, in deinem Leben besteht und lernst in dieser Woche im besonderen Maße dies wertzuschätzen und dankbar dafür zu sein. Das wäre natürlich die schönste Interpretation dieser Karte, ne? Und dass du hier auch mutig und strukturiert für deine Liebe und deine Liebsten kämpfst und arbeitest. Das könnte hier sehr gut sein, dass diese Struktur und Ordnung auch mit einem größeren Freundeskreis oder einer größeren Gruppe oder einer Familie einhergeht, ne? Die 10 der Kelche sind halt, ist eine emotionale Karte und du hast eben emotional das gesamte Spektrum und kannst deine Gefühle aus der Vergangenheit, aus der kürzlichen Vergangenheit besser einschätzen, besser bewerten, aber sie sind eben auch sehr präsent. Ja,
Da könnte auch Schwermut oder das Gefühl von Belastung, von emotionaler Schwere bei einigen von euch auch eine Rolle spielen. Vielleicht ist das auch etwas, aus dem ihr euch herauskämpfen möchtet. Wir schauen mal, wie es weitergeht. In der Vergangenheit die 9 Kelche. Interessant, ne? Weil hier haben wir eine aufbauende Folge. 9 Kelche, 10 Kelche. Ja, die 9 Kelche sprechen eigentlich auch von einer heiteren Geselligkeit, von einem angenehmen Freundes- und Familienkreis, den du jetzt erfahren hattest bereits. Oder auch die Verbindung zu einer bestimmten Person. Aber tendenziell sehe ich hier eher mehrere. Aber es kann auch eben die Verbundenheit zu einer Person widerspiegeln. Ne? Und das wird sich hier nochmal weiter verdichten und nochmal an Fülle zunehmen. Ja, aber du kommst eigentlich aus, ja, du kommst aus einer Situation, die sehr erfüllend war auf der emotionalen Ebene und besonders mit anderen Menschen, zwischenmenschlich. Und das hat dich glücklich gemacht. Ich sehe hier irgendwie einen schönen, mindestens einen schönen geselligen Abend, ne, wo es offen und herzlich zuging und du dich eingebunden gefühlt hast in eine Gruppe. Und dieses Gefühl wird in dieser Woche auch noch nachklingen. In deinen Gedanken zeigt sich eine Prinzessin der Schwerter. Und die Prinzessin der Schwerter kann jetzt eine andere Person in dein Leben widerspiegeln oder steht für dich selber. Das kann auch sein. Die Prinzessin kann auch eine männliche Person sein. Hier geht es darum, dass die Prinzessin sehr viel jugendliche Energie hier mit reinbringt. Ne? Eine Person, die einen jugendlichen Elan besitzt, vielleicht weil diese Person eine Jugendliche ist oder ein Jugendlicher, oder weil diese Person diese Seelenanteile besonders gut aktuell zeigen kann, ausleben kann. Die Prinzessin der Schwerter ist tendenziell eher ein Luftzeichen. Wassermann, Waage, Zwilling könnte hier der Fall sein. Ja, aber natürlich kann diese Person auch ein anderes Sternzeichen haben. So könnte es auch sein, dass diese Karte sich auf dich bezieht, auch wenn ich bisher in den anderen Karten wenig Schwerter, wenig Luftenergie sehe. Deswegen tendiere ich eher dazu, dass es sich um eine andere Person handelt, ne? Du wirst es merken, weil du wirst dir viele Gedanken um diese Person machen, sehr bewusst über diese Person nachdenken. Oder eben, wenn diese Karte sich auf dich bezieht, was auch beides sein könnte, ne, wirst du dir selbst Gedanken machen, wie du selbst mehr zur Prinzessin der Schwerter werden kannst. Ja, und die Prinzessin der Schwerter ist auf jeden Fall eher ein rebellischer Charakter, ne? Eine Person, die etwas anders macht als andere, etwas unkonventionell denkt und handelt. Eine Person, mit der man sich gut unterhalten kann, die voller Ideen ist, ne, sehr intellektuell sein kann und auch, ja, Gedankenspiele liebt, ne, originelle Ideen verfolgt. Und diese Person wird in dieser Woche sehr viel Erfolg erleben, ne? Diese Person hat vielleicht beruflichen Erfolg, materiellen Erfolg. Der Status der gesellschaftliche Status dieses Menschen erhöht sich gerade aktuell. Diese Person bekommt Lob, Anerkennung für das, was sie geleistet hat, ne? Vielleicht verdichten sich auch einige Beziehungen im Leben der Prinzessin der Schwerter und schenken dieser Person mehr Geborgenheit und Stabilität. Und hier entsteht Liebe zwischen euch beiden. Diese Person lernt auch durch ihren Erfolg, sich selbst mehr zu lieben. Hier zeigt sich eine sehr freie, erwartungsfreie, bedingungslose, man kann schon sagen, bedingungslose Liebe zwischen dir und dieser Person, ne? Oder du als diese Person, vielleicht erlebst du diesen Erfolg und
Das, die zwei der Kelche haben auf jeden Fall auch viel mit der Selbstliebe zu tun, ne? Dass man hier das Lieben lernt, die Selbstannahme, seine Situation akzeptieren lernt, ne? Die Umstände und wie man einfach selbst ist. Und dadurch kann man einfach auch viel leichter jemand anderen lieben, ne? Und das Verhältnis zu einer bestimmten Person verbessert sich hier ebenfalls dadurch, ne? Es ist eine freie, erwartungsfreie Liebe, ne? Die sich auch frisch und neu und ja, einfach so rein anfühlt. Sehr schön, ne? Die zwei der Kelche kann sich natürlich auf die romantische Liebe beziehen. Natürlich, ne? Ich denke, dann kennst du diese Person aber schon länger, mindestens seit dieser Situation. Ja, oder es handelt sich hier auch um eine Freundschaft, das kann sein, oder jemand aus deiner Familie, ne? Wenn du Kinder hast, kann die Prinzessin auch eine jüngere Person sein. Also ein Sohn oder eine Tochter von dir, ne? Das wäre auch denkbar. Aber hier entsteht Liebe, ne? Das ist sehr, sehr schön. In dein Unterbewusstsein, der Prinz der Stäbe. Und der Prinz kann ebenfalls eine weibliche Person sein, ist auch eher ein junges Gemüt, ne? Jugendlich, mithin auch kindlich. Aber hier sind wir auf der Feuerebene, ne? Und hier sind wir schon viel mehr bei deinen Sternzeichen. Vielleicht spiegelt diese Karte dich selbst wieder, dein junges, kindliches, jugendliches Wesen, welches sich hier gerade weiterentwickelt. Oder du hast einen besonderen Zugang zu diesen Seelenanteilen, ne? Oder es handelt sich hier um eine andere Person, die tendenziell ein Feuerzeichen sein kann, wie du. Ein anderer Schütze, Widder oder Löwe. Widder zeigt sich hier auch, Löwe hier, ne? In der Kombination könnte auch sehr gut sein, wären wir besonders bei Wassermann. Oder eben Schütze wie du. Der Prinz der Stäbe. Aber es ist auch möglich, dass das zwei unterschiedliche Personen sind und dass diese Person vielleicht ganz andere Sternzeichen hat. Alles denkbar, ne? Eure Leben sind natürlich alle sehr individuell. Das muss man bedenken, ne? Der Prinz der Stäbe bringt halt diese kindliche Energie mit rein. Ein Draufgänger ist das, ein Mensch, der nach Abenteuer sucht, danach die Leidenschaft, die er fühlt, auszuleben. Ein Mensch, der dynamisch nach vorne schreitet, ne, auch mutig ist, vielleicht manchmal sogar auch ein bisschen leichtsinnig, aber direkt offen und ehrlich, ne? Eine Person, die auch robust sich fühlt, sehr stark ist. Ja. Wenn diese Person auf eine andere Person in deinem Leben verweisen sollte, seid ihr sehr stark miteinander verbunden und man kann hier schon von Seelenverbundenheit reden, ne? Wir schauen uns diese Person mal genauer an. Der Prinz der Stäbe denkt an den Prinz der Kelche. Und das ist natürlich ein Hinweis darauf, na, also es kann wieder zweierlei bedeuten, ne? Entweder denkt der Prinz der Stäbe an sich selbst und zwar an die eigene emotionale Seite, ne? Vielleicht Emotionen, die zu verarbeiten sind. Vielleicht leidet dieser Mensch aktuell unter Schwermut oder fühlt im Moment sehr viele Emotionen, vielleicht auch sehr schöne Emotionen, denkt vielleicht auch an seine romantische Seite, das wäre durchaus denkbar. Oder der Prinz der Stäbe denkt an eine andere Person, die ein Wasserzeichen sein könnte, tendenziell, oder eine ausgeprägte Wasserseite besitzt. Es könnte Fische, Krebs, Skorpion sein. Aha. Und hier ein Ritter der Schwerter. Also das sieht mir hier wirklich nach einer sehr wichtigen zwischenmenschlichen Situation aus. Ein Treffen, eine Begegnung, ein gemeinsames Erlebnis. Also hier ein Ritter der Schwerter, das ist wieder Luftenergie, könnte eine reifere Version von der Prinzessin der Schwerter sein, könnte aber auch wiederum ein anderer Mensch sein, ein neuer Mensch. Der Ritter der Schwerter steht manchmal für eine
Beratende hat manchmal eine beratende Funktion, ne? Jemand, der sehr viel Wissen besitzt und in Bezug auf sein Wissen berät, ne? Es kann auch manchmal eine Anwaltssituation sein, eine juristische Situation oder ein Arzt, ein Psychologe, ein Berater. Wie schon gesagt, es könnte hier sich aber auch um einen Reifungsprozess einer dieser Menschen handeln, hin in Richtung Schwerter, in Richtung Luftenergie. Ja, es scheint mir hier eine ganz wichtige zwischenmenschliche Situation für dich zu sein, die dich weiterbringen wird und die zu etwas führt. Wir schauen mal weiter. Also so ein bisschen im Rätsel ist das hier schon ein wenig. Ah ja, die Sechs der Stäbe, das ist ja sehr positiv. Die Sechs der Stäbe ist ein Hinweis darauf, dass du deine Probleme lösen wirst, ne? Und dass etwas so geschehen wird, wie du es dir vorgestellt hast, ne? Dass etwas so laufen wird, wie du, worauf du hast darauf hingearbeitet, ne? Und wirst in dieser Woche bestätigt, dass es funktioniert, ne? Du kannst in dieser Energie auch ein altes Problem endgültig lösen oder hast es bereits gelöst. Und diesbezüglich wirst du sehr stolz auf dich sein. Und vielleicht schwingt sogar ein Gefühl von Genugtuung hier mit rein, ne? Auf jeden Fall sehe ich hier, dass du auch selbst, ne, dich als Gewinner fühlen wirst. Tatsächlich könntest du dazu neigen, einen Höhenflug zu erfahren, ne? Also auch dann zukünftige Schwierigkeiten zu unterschätzen oder dich zu früh auf deine Lorbeeren auszuruhen. Andererseits sollte man auch so einen Sieg feiern, ne? Also man kann hier schon ganz schön stolz auf sich sein, ne? Es sind hier schon sehr glückliche Ereignisse. Und hier mit den Sechs der Scheiben, ne, von der Prinzessin der Schwerter, könnte ich mir vorstellen, also entweder sind eure Ziele wirklich sehr ähnlich und dein Erfolg ist auch der Erfolg der Prinzessin, oder du bist selbst die Prinzessin der Schwerter, ne? Dann geht es hier womöglich, dann könnte ich mir vorstellen, dass diese Karten sich auch auf dich beziehen könnten und dass dies auch alles verschiedene Wesensanteile von dir sind und dass es hier viel um Selbstverwirklichung geht, ne? Dass du dich in der Welt zeigst, positionierst und ja, sicher auftrittst. Aber tendenziell sehe ich hier doch eher eine Gruppe von Menschen, ne? Die irgendwie auch ein gemeinsames Ziel haben und gemeinsam erfolgreich sind, ne? Und vor allem, lieber Schütze, hast du einen wesentlichen Teil dazu beigetragen und wirst in dieser Woche ja das auch weiterhin tun. Vielleicht wirklich so für das i-Tüpfelchen hinter der ganzen Geschichte sorgen, ne? Also spannend. Wow, hier schon wieder die Sechs. Die Sechs der Schwerter stehen für sehr sinnvolle Überlegungen, die du jetzt gerade tätigst, ne? Oder auch getätigst hast. Also vielleicht hast du hier viele Ideen, Vorstellungen, Dinge, Informationen und Fakten gesammelt und in dieser Woche führen die alle sehr sinnvoll ineinander zusammen und schenken dir einen sinnvollen Plan, ne, oder ein sinnvolles Konzept, einen sinnvollen Sinnzusammenhang, ne? Also hier wirst du dir auch klar, wie und warum und auf welche Art und Weise du hier vorgehen möchtest in deiner weiteren Zukunft, ne? Und es wird sich alles stimmig und richtig und schlüssig anfühlen. Und das gibt dir natürlich auch nochmal einen Schub. Es ist irgendwie, da schwingt Selbstgewissheit, ne? Selbstsicherheit mit rein. Dadurch wirst du auch zielsicherer und weißt, was du zu tun hast, was jetzt wichtig ist, ne? Es hat auch einen positiven Effekt auf deine Methode und auf die Kommunikation auch, ne? Auch die Kommunikation wird hier mit anderen Menschen total stimmig laufen. Also etwaige Meinungsverschiedenheiten, was die Ziele betrifft oder wie man ein gewisses Ziel umsetzt oder ne, die verschwinden und man wird sich einig, definitiv. Ne? Also zum Beispiel, ganz simples Beispiel, ihr habt einen gemeinsamen Urlaub geplant und so ganz
Sicher wart ihr nicht, wohin es gehen sollte. Und ihr habt dann immer verschiedene Ideen gehabt und der andere kam immer mit einer Idee und du auch. Und irgendwie wurdet ihr euch nie einig. Aber jetzt habt ihr so viele Ideen gesammelt, dass ihr jetzt ganz klar wisst, okay, das ist genau das Richtige für uns, ne? So eine Situation kann das sein hier, ne? Also hier kommen wirklich ganz, ja, also es wird. Hier kommen wirklich ganz tolle Ergebnisse im Laufe der Woche zustande, ne? Muss ich schon sagen. Und die Sechser sind immer so eine Erntekarte, ne? Es ist immer eine Energie, bei der es geht hier auch um Auswirkungen, ne? Man hat viel geleistet und man bekommt ein Ergebnis, ne? Und das ist die Energie der Sechs. Und das ist auch das beste Ergebnis, was möglich ist. Also es geht danach immer nicht so ganz noch weiter. Danach muss man etwas mit etwas Neuem anfangen oder das Ergebnis analysieren oder je nachdem, ne? Je nachdem. In deiner sozialen Umgebung die Königin der Schwerter. Ja, und das könnte hier natürlich auch die gereifte Version der Prinzessin sein. Es könnte eben auch hier viel mit dir selbst zu tun haben, dass du von deiner sozialen Umgebung als Königin der Schwerter wahrgenommen wirst, ne? Oder du hast in deiner sozialen Umgebung eben diese Königin der Schwerter, die sehr wichtig in deinem Leben ist, ne? In deinem sozialen Umfeld. Die Königin der Schwerter hat im Gegensatz zur Prinzessin diese Reife, ne? Sehr viel Erfahrung, kann auch eine männliche Person sein, ne? Aber hat bereits viel Erfahrung, einen erfahrenen Verstand, wodurch das Urteilsvermögen dieser Person sehr gut ist. Ne? Diese Person ist fair, gerecht, weise. Ne? Die Person ist auch eine sehr unabhängige Person, eine Person, die Freiheit liebt. Ne? Gedankliche Freiheit und praktische Freiheit. Eine Person, die eigene Selbstständigkeit ist dieser Person sehr wichtig und sie gewährleistet, also sie erwartet auch von anderen Menschen, dass sie selbstständig sind, ne? Okay, wir schauen uns diese Person mal genauer an. Und hier haben wir schon wieder eine 6, ne? Das ist ja wirklich wunderschön. Das sind die 6 der Kelche. Und das hat mit Freude, mit Genuss, mit Gefühlen zu tun. Wenn du mit dieser Person zusammen sein solltest, ne? Eine Partnerschaft hast oder ja, ein eben romantisches Verhältnis, sehe ich hier sehr viel Emotionalität von dieser Person auskommend, ne? Also sehr viel Sinnlichkeit, Zärtlichkeit. Diese Person ist bereit, sich voll und ganz hinzugeben und schwebt womöglich auf Wolke 7, ist hier sehr, sehr emotional glücklich, ne? Oder es geht dir so, ne? Dass du hier voll und ganz emotional aufgehst in dieser Entwicklung, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Also hier wirklich. Ja, sehr viel Genuss, sehr viel Freude sieht man hier. Ja, aber ne, hier die 8 der Schwerter. Ich könnte mir vorstellen, dass du ganz gut mit dieser Energie zurechtkommst. Hier ist sehr viel Durcheinander, Chaos, ne? Was dadurch erzeugt wird. Es ist einfach so, wenn man viele Ergebnisse bekommt, ist es natürlich erstmal schön, aber irgendwann, ne, das resultiert daraus. Wird es etwas unübersichtlich, ne? Und es könnte dann auch aufgrund des zunehmenden Mondes und der zunehmenden Energie recht turbulent und chaotisch in dein Leben werden, ne? Aber du bist ja da, um hier Ordnung zu schaffen. Vielleicht, wenn das eine andere Person ist, die Königin der Schwerter, empfindet diese Person das vielleicht als etwas belastender als du selbst, dass jetzt alles so durcheinander um diese Person wird. Es könnte aber auch gerade bei dir das Gefühl erzeugen, dass es lebendiger wird. Ne? Es gibt viel zu tun, es ist viel zu machen. Menschen kommen auf einen zu, Menschen sprechen durcheinander. Hier gibt es Chaos, was es zu ordnen gibt. Ne? Ja, aber es könnte dich eben auch beleben. Vor allem sollte dich das nicht stressen, denn die 8 der Schwerter, ne? Es ist chaotische Energie, die gar nicht aus dir herauskommt, sondern von außen zu dir herangetragen wird, ne?
Und da ist immer die beste Methode, wenn einen das stresst, wenn einen das nervt, einfach gelassener durchzugehen. Leichter gesagt als getan. Aber ich habe irgendwie mit diesen Energien wirklich eher das Gefühl, dass dich dieses Chaos beleben kann. Es ist auch Zwillinge-Energie. Wir sind ja super in der Zwillinge-Zeit. Ich glaube, der Mond und mehrere Planeten stellen sich auch gerade auf Zwillinge um. Ne? Venus ist, glaube ich, auch Zwilling. Und ja, für dich ist diese Energie sehr gut, ne? Diese Zwillinge-Energie. Aber es könnte sehr gut sein, wenn du es mit einer Luftperson zu tun hast, mit der du nah, eng zusammen bist, dass diese Person sich von dieser, von diesem Chaos ein bisschen mehr belastet fühlt als du selbst, ne? Dass diese Person das vielleicht durcheinander bringt oder aus dem Konzept bringt. Aber ja. Dennoch ist diese Person eben sehr, sehr glücklich aktuell, ne? Also, ja, wir schauen mal weiter. Der Ritter der Stäbe, also hier wirklich sehr viele Personenkarten, ne? Und man sieht hier auf jeden Fall deinerseits den Wunsch nach Reifung, ne? Du möchtest mehr Verantwortung übernehmen, du möchtest reifer werden, du möchtest dich mehr zeigen, dich mehr verwirklichen. Vielleicht möchtest du es auch mehr mit Menschen zu tun haben, die so ähnlich sind wie du. Ja, du sehnst dich vielleicht nach einer Energie, die dir ähnlich ist. Vielleicht ist es auch beides, ne? Also ja, sogar sehr gut kann es auch beides sein, weil eben, ne, wenn man sich danach sehnt, eine mehr ja, eine bestimmte Person zu werden, ne, hier der Ritter der Stäbe, dann ist es auch manchmal hilfreich, dass man sich Menschen sucht oder hat man die Sehnsucht nach Menschen, die einen einfach diesbezüglich ähnlich sind und einen helfen können auch, ne? Vorbilder quasi, ne? Sich zu suchen. Aber ich sehe hier auch für dich eine sehr gute Gelegenheit, ne, diese Reifung zu erfahren. Ja, der Ritter der Stäbe hat auch manchmal etwas mit der Arbeit zu tun. Vielleicht strebst du auf der Arbeit auch eine Führungsrolle an oder in Bezug auf ein Projekt, ein privates oder ein berufliches, möchtest du hier gerne das Sagen haben, die Führung übernehmen und mutig voranschreiten, ne? Irgendwas voranbringen. All das ist in dieser Woche auch ganz gut begünstigt, ne? Was wird das Ergebnis sein? Die 10 der Stäbe. Ja, zum Ende der Woche solltest du ein bisschen aufpassen, dich nicht zu überfordern. Die Einsicht könnte zum Ende der Woche wichtig sein, dass du nicht alles in deinem Leben kontrollieren kannst und musst. Und du wirst zum Ende der Woche, ne, einen Zustand erreichen, wo du einsehen kannst, ne, einsehen solltest, je nachdem, dass es vielleicht nicht immer alleine um Selbstdisziplin, Kontrolle geht, sondern dass das Loslassen und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und in die Fähigkeiten der anderen auch eine, manchmal ein wesentliches Prinzip zum Erfolg ist, ne? Und du gerätst hier womöglich an gewisse Grenzen und das kann sich unterschiedlich auswirken. Ne? Entweder gerätst du an deine eigene Belastungsgrenze und das könnte sich körperlich bemerkbar machen, oder du gerätst mit anderen Menschen in Konflikt. Ne? Und hier gibt es dann Komplikationen, gerade wenn du versuchst, andere Menschen zu kontrollieren oder wenn du etwas versuchst, durchzupreschen. Könnte dann das der Fall sein? In manchen Fällen, ne, bekommst du auch Konflikte mit Autoritäten und legst dich hier mit der Polizei an, ne? Also, weil du die Grenzen, ne, dann nicht akzeptierst, die dir gegeben sind, ne? Die einfach vorhanden sind. Ja, so eine Sachen könnten das sein. Es gibt hier eine Grenze, die du erreichst, ne? Und hier einzusehen, dass man diese Grenze erreicht hat und das Loslassen zu üben, das Loslassen seines Bestrebens, könnte hier eine, sehr wertvoll für dich sein.
Und ich denke, nach dieser Woche hast du es dir auch verdient, ein bisschen lockerer zu lassen, ne? Muss man schon auch sagen. Also tendenziell könntest du schon an eine Belastungsgrenze stoßen, an eine persönliche. Denn du machst hier sehr viel Ordnung, Struktur bringst du hier rein. Und dann kommen ganz viele Dinge, ne, auf dich zu. Und es wird immer mehr und irgendwann kommt der Punkt, wo man die Dinge nicht mehr ordnen kann und wo man einfach dann vertrauen muss, dass sich alles entwickelt oder dass man die Grundstruktur für Ordnung bereits geschaffen hat. Ne? Wenn man ein gutes Grundsystem hat, dann lassen sich neue Dinge viel leichter ordnen. Ne? Also so eine Situation könnte das hier sein. Also das Vertrauen und das Vertrauen könnte hier eine wichtige Rolle spielen und die Bereitschaft zur Hingabe, dass man dann locker lässt, diesem Prozess vertraut und darin vertraut, dass letztendlich sich alles positiv entwickeln wird. Ja, sehr interessante Legung. Was haben wir denn hier noch? Tritt aus deiner Wohlfühlzone. Tritt aus deiner Wohlfühlzone. Es geht hier darum, etwas zu wagen, ne? Und das ist dir auch wichtig, mutig nach vorne zu schreiten. Vor allem auch das Zwischenmenschliche ist hier auch sehr wichtig, ne? Die Auseinandersetzung mit neuen Personen, mit anderen Personen, mit vielen Personen. Ja, tritt aus deiner Wohlfühlzone, hat hier mit dem Ritter der Stäbe auch etwas mit Selbstwerdung zu tun. Ich denke aber, du bist schon bereit dafür, ne? Du hast auf jeden Fall sehr viel Mut und sehr viel Kraft und den richtigen Sinn für die Sachen. Ja, lieber Schütze, ich wünsche dir auf jeden Fall eine erfolgreiche Woche, dass du viel aus diesen Energien machen kannst, dass du positive Erlebnisse dadurch dir selbst schaffst und zu Erfolg kommst. Ne? Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.